Wie fühlst du dich eigentlich dabei, jeden Tag immer das Gleiche zu machen? Wie fühlst du dich eigentlich dabei, immer wieder auf derselben Stelle zu treten? Mit 16 habe ich den extremen Drang dazu verspürt, mich zu verändern. Ich wollte unbedingt was anderes machen. Ich wollte über mich hinauswachsen. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen öden, langweiligen Alltag. Was habe ich gemacht? Jeden Tag das Gleiche. Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht das Leben sein. Das kann doch nicht das sein, was ich in Filmen sehe. Das kann doch nicht das sein, wovon andere Menschen träumen, wo sie sagen, hey, genau dafür bin ich angetreten. Genau dafür habe ich mich entschieden. So soll das Ganze laufen. Nun, ich hatte einige Klassenkameraden gehabt, die einfach immer jeden Tag aufs Neue energetisch und mit einem geilen Lachen in die Schule gekommen sind. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen mir und denen? Der Unterschied ist ganz einfach. Die Jungs, von denen ich spreche, waren die, die verdammt gut im Fußball waren. Sie haben nicht nur immer wieder etwas Neues erlebt, sondern sie mussten auch immer wieder über ihren Schatten springen. Immer wieder mussten sie, und hier, das ist das entscheidende Wort, aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und genau dadurch, dass sie immer wieder stärker werden mussten, immer wieder etwas Neues lernen mussten, sich immer wieder einem neuen Umfeld anpassen mussten, immer wieder auch konstant bleiben mussten, haben sie es geschafft, einfach energetischer zu sein, glücklicher zu sein und mehr Spaß zu haben. Und das, was ich gemacht habe, war es dann, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das hat beim besten Willen gar keinen Spaß gemacht. Von der Schule nach Hause zu kommen, mich an den Schreibtisch zu setzen und Call of Duty zu spielen, war dahingehend viel einfacher. Das war nicht nur einfacher, es hat auch mehr Spaß gemacht. Ist ja auch klar, ich saß den ganzen Tag einfach nur auf meinem Arsch in der Schule und danach saß ich den ganzen Tag auf meinem Arsch zu Hause und habe einfach nur Call of Duty gespielt. Zwischenzeitlich hat man vielleicht mal ein paar Serien angeguckt, aber mehr ist nicht passiert. Dabei ist es natürlich extrem schwer, dann auf einmal aus diesem Trott rauszukommen und plötzlich ins Fitnessstudio zu gehen. Nicht nur ins Fitnessstudio zu gehen, sondern sich auch bewusst Schmerzen zuzufügen. Bewusst massiver Anstrengung, ja? Gleichzeitig aber auch hinzugehen und zu sagen, ey, ich habe erstens keine Ausdauer, ich habe keine Kraft und ich habe gar keinen Bock. Was mache ich hier überhaupt? Und was habe ich gemacht? Ich bin immer wieder ins Fitnessstudio gegangen. Immer wieder, nicht nur einmal die Woche. Ich bin zweimal die Woche gegangen, dreimal die Woche, viermal die Woche. Irgendwann, wo ich sogar sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen bin. Der Vorteil war relativ einfach. Und zwar, ich war energetischer. Ich habe mich besser gefühlt. Mir ging es einfach nur wunderbar. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich bin über mich hinausgewachsen. Und immer wieder habe ich neues Wachstum in meinem Leben verspürt. Durch die neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, bin ich in neue Freundeskreise gekommen. Es hat sich ein neues Netzwerk gebildet. Ich habe neue Menschen kennengelernt, mit ihnen Zeit verbracht und darüber wieder neue Sachen gelernt. Gleichzeitig wurde ich wieder mit Situationen konfrontiert, die wieder von mir erfordert haben, über mich persönlich hinauszuwachsen und gleichzeitig wieder was Neues dazuzulernen. Und das ist der entscheidende Unterschied, denn es gibt entweder die Komfortzone und die Komfortzone ist das, was dir leicht fällt. Das sind die Dinge, die du eh schon jeden Tag machst. Etwas, worüber du nicht viel nachdenkst. Wie beispielsweise Essen. Wer denkt schon groß nach beim Essen? Mittlerweile gucken wir fern, sind am Reden und sind mit tausend anderen Sachen abgelenkt, während wir schnell Essen in uns reinschaufeln. Genau das Gleiche aber auch beim Autofahren. Wenn du Auto fährst, denkst du groß nach? Wahrscheinlich nicht. Du kennst mittlerweile die Strecken, die du fährst zur Arbeit. Du kennst die Strecke, die du nach Hause fährst. Du weißt, wie viel Zeit du brauchst. Du weißt, in welchen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Meistens bist du am Telefonieren, vielleicht sogar am Handy oder hörst laut Musik oder einen Podcast, während du gerade Auto fährst. Warum? Es fällt dir leicht. Wenn ich dir jetzt sage, fahr eine Runde Auto, denkst du darüber groß nach? Nein. Du hast da Lust drauf. Du machst das einfach. Wenn ich dir jetzt aber sage, lass uns in Kampfsport gehen. Lass uns jetzt MMA trainieren. Wie viel Lust hättest du? Wie lange würdest du darüber nachdenken? Und genauso, was würde passieren, wenn deine Freunde plötzlich am Wochenende vor der Tür stehen und sagen, hey, lass uns Fallschirmspringen gehen. Wir überraschen dich. Du gehst jetzt Fallschirmspringen. Was würde passieren? Wäre das innerhalb oder außerhalb deiner Komfortzone? Wahrscheinlich ziemlich außerhalb deiner Komfortzone. Warum? Es ist etwas, was du noch nie zuvor gemacht hast. Es ist etwas, womit du vorher nicht konfrontiert warst. Es ist etwas, was Angst in dir auslöst. Es ist etwas, was mit Anstrengung verbunden ist. Es ist etwas, wo du anfängst, mehr zu denken.
Bin ich gut genug? Kann ich das überhaupt? Was denken andere über mich? Und warum sollte ich das überhaupt machen? Fakt ist folgendes. Wir Menschen streben nach neuen Erfahrungen. Wir Menschen streben nach Wachstum. Und dieses Wachstum passiert immer nur außerhalb der Komfortzone. Das heißt, deine Aufgabe ist es, jeden Tag die Komfortzone zu verlassen und gleichzeitig deine Komfortzone größer zu machen. Wenn deine Komfortzone mittlerweile schon Sport geworden ist, zum Beispiel, dann fordere dich doch heraus, mal jeden Tag dich eine Stunde weiterzubilden. Hör dir einen Podcast an, lies ein Buch, geh auf Seminare. Wenn du vielleicht jemand bist, der total scheu ist und ungern mit neuen Menschen in Kontakt tritt, dann zwing dich dazu, jeden Tag mal mit einer anderen Person zu reden. Sprich sie einfach an. Lächel den Menschen einfach an. Verwickel sie in ein Gespräch. Egal, ob es ein Kassierer ist, ob es dein Fitnesstrainer ist oder jemanden, den du einfach schon ewig bei dir auf der Arbeit gesehen hast, aber eigentlich noch nie ein Wort mit ihm gewechselt hast. Und genau das ist die Aufgabe für dich. Frag dich, was ist unangenehm für dich? Worauf hättest du eigentlich keine Lust? Von dem du aber weißt, es wird dir helfen. Von dem du weißt, du wirst dich richtig gut fühlen, wenn du das gemacht hast. Denn das wird sich auf deine kompletten Lebensbereiche auswirken. Du wirst mehr Liebe verspüren in deiner Beziehung. Du wirst ausgeglichener sein. Du wirst mehr Energie haben, mehr Motivation und eine bessere Ausstrahlung. Und all das wird dir im Umgang mit anderen Menschen, bei der Arbeit, in deinen freundschaftlichen, aber auch in deinen Liebesbeziehungen helfen. Du wirst gesünder sein, du wirst fitter sein und einen klareren Kopf haben. Wenn du vielleicht gerade angestellt bist und du hast keine Lust, dich von deinem Chef rumkommandieren zu lassen, du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest dir ein schöneres, freieres und entspannteres Leben gönnen. Und du weißt ganz genau, du brauchst 10.000 Euro dafür im Monat. Und dir ist klar zum Beispiel, um das in deinem Job zu verdienen, muss echt viel Zeit vergehen. Und da kannst du noch so oft aus der Komfortzone ausbrechen. Das wird nicht klappen. Dann ist die beste Alternative, dir ein zweites Standbein aufzubauen, was du später zu einem Haupteinkommen machen kannst. Nun, meine Empfehlung an dich ist ganz einfach. Schau dir den Link in der Beschreibung unten an, denn dort findest du ein kostenloses Online-Training. In dem zeige ich dir innerhalb von 2 Stunden komplett, wer bin ich, was mache ich, wie verdiene ich mein Geld und wie kannst du das ebenfalls umsetzen. Primär wird es dort nicht um mich gehen, sondern vor allem um dich und wie das Geschäftsmodell, was ich ausgewählt habe, mit dem ich seit Jahren mein Geld verdiene, mit dem ich mittlerweile schon zigtausenden Menschen geholfen habe, sich ein eigenes Einkommen aufzubauen, nebenbei und das auch zu einem Vollzeiteinkommen zu machen, erfährst du dort. Und das wird ebenfalls dich herausfordern. Warum? Du musst wieder aus deiner Komfortzone austreten. Du musst etwas Neues lernen. Du musst über dich hinauswachsen und gleichzeitig umsetzen. Denn niemand kann dir eine kurzfristige Lösung geben. Niemand kann dir eine Abkürzung bieten, mit der du reich wirst oder mit der du selbst ein paar hundert Euro im Monat dazu verdienst. Wenn du mehr Videos haben möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du jedes Mal erinnert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne danke ich dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao.